Ja, hallo und herzlich willkommen zur Vorweihnachtszeit. Wir gestalten heute eine Adventsleiste und zwar mit der Tabellenfunktion. Dazu klicken wir erstmal auf Layout, Ausrichtung und dann brauchen wir das Blatt im Querformat. Und damit wir hier an den Seiten hier noch etwas Platz haben zum Gestalten, sagen wir hier Seitenränder schmal. So, jetzt brauchen wir eine Tabelle einfügen. Tabelle. Das können wir leider nicht verwenden, da brauchen wir schon das Menü selber, weil hier können wir die Zeilen und Spalten manuell eingeben. Wir brauchen insgesamt 5 Zeilen und 26 Spalten, also hier 26, unten 5. Und dann sagen wir okay, bis jetzt schaut die noch nicht sehr spektakulär aus. Es sind jetzt erstmal, ist mal erst diese Tabelle. So, von der Höhe her, da gehen wir wieder auf Layout. Die erste Zeile, die setzen wir auf 3 cm. Zweite auf 3,5. Schauen wir mal, ob wir es hinbringen. Dann haben wir noch 2,5. Ist auch egal, wo man hier reinklickt. Hauptsache, man ist in der Zeile. Dann brauchen wir 1 cm und die letzte ist wieder 3 cm. So, jetzt verbinden wir ein paar Zellen. Und zwar die ersten zwei Zellen verbinden haben wir hier. Dann kommen die hier in der Mitte dran. Das ist dann praktisch unser Standfuß. Dann die hier werden komplett verbunden. So, jetzt hier ist wichtig, hier kommen später die Zahlen 1 bis 24 rein. Die untere Zeile, die wird wieder verbunden. Und dann haben wir hier wieder den Standfuß, Zellen verbinden. Und dann werden hier diese Zellen noch verbunden. So, jetzt zu den Kalenderdaten. Hier wählen wir einfach aus zentriert, mittig, mittig. Und jetzt einfach mal 1 bis 24. So, die Zahlen bis 1, von 1 bis 24. Und ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen die Gestaltung dahinter. Also hier wird es praktisch ausgeschnitten, das in der Mitte, und dann wird es entsprechend gefaltet. Jetzt brauchen wir noch zwei Online-Grafiken. Einfügen, Online-Bilder. Nehmen wir mal Geschenk her, schauen wir mal, was da gibt. Nur Creative Commons. Da hätten wir dann hier schon mal was. Natürlich ziemlich groß. Das machen wir kleiner. Und dann fügen wir noch einen Tannenbaum ein. Nehmen wir den hier. Creative Commons, okay. Auch zu groß. So. Die kommen dann später auf die Büroklammer geklebt und dann kann man die Büroklammer praktisch immer ein Datum weiterschieben. So, jetzt wollen wir die Adventsleiste noch gestalten. Dazu gehen wir auf eine andere Webseite. Habe ich hier schon vorbereitet. Fontmeme.com. Da habe ich hier schon mal frohe Weihnachten eingegeben. Also einfach diese Seite öffnen. Als Suchbegriff habe ich Snow eingegeben.
Da habe ich dann hier entsprechende Schriftart bekommen. Wenn man hier dann frohe Weihnachten reinschreibt und auf Generieren klickt, dann wird hier praktisch das Bild frohe Weihnachten generiert. Das kann ich jetzt wieder schließen und kann es hier entsprechend einfügen. Wenn ich es jetzt hier einfüge, muss ich schauen, wenn ich es entsprechend verschiebe, kann es sein, dass ich hier die Tabellen wieder verschieben. Also ich muss schauen, dass ich das vor den Text kriege. Dann wird die Tabelle nämlich nicht verändert. So. Und wenn ich dieses Bild hinter der Tabelle haben möchte, dann muss ich die Tabelle nochmal entsprechend verändern. Kopieren, einfügen funktioniert in der Tabelle natürlich nicht. Gehe ich mal außerhalb, stelle ich das Ganze auf den Kopf und dann möchte ich das hier in dieser Zelle noch haben. So, einmal frohe Weihnachten. Und dann gehe ich hier noch her in den Hintergrund, setze ich auch, was setze ich da rein? Schauen wir mal, was hier so gibt. Schauen wir mal, ob wir da was finden. Was Passendes. Das wäre doch schön. Gut, mal schauen, ob das schon funktioniert hinter dem Text. Ich das jetzt hier so reinschiebe. Ja, genau. Das kann ich noch entsprechend zuschneiden. Entwurf. Na. Ja, dann schieben wir das in den Hintergrund. Das Bild machen wir vielleicht noch ein bisschen blasser. Mal schauen, ob wir das hier sehr hell machen. Ja, das war noch nichts. Ja, vielleicht können wir es hier. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Okay, gut. Dann hätten wir das soweit. Jetzt brauchen wir es nur noch ausdrucken und dann schneiden wir hier die Ränder entlang. So, ausgedruckt sieht das Ganze so aus. Zum Ausdrucken würde ich mindestens 200 bis 250 Gramm Papier hernehmen. So sieht es dann fertig ausgeschnitten aus. Ja, also hier links, rechts immer die Füßchen stehen lassen, sonst kann die nicht stehen. So sieht es dann zusammengeklebt und gefaltet aus. Auf die Büroklammern kommen dann praktisch Tannenbaum Geschenk drauf. Und dann hat man praktisch die Zeitleiste, also das Geschenk, das dann praktisch den jeweiligen Tag angibt, das man dann immer von links nach rechts schieben kann bis zum 24. Okay.